Hallo Leute, recht herzlich willkommen auch von dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 20 von Transport Fever 2. Ja, wir haben hier in diesem Städtchen irgendwo eine Motorkutsche rumfahren und dann haben wir zwei Busse, die 40 km/h fahren können. Die Motorkutsche weiß ich gerade nicht auswendig, aber die war auf jeden Fall langsamer. Der hier fährt dann irgendwann auf der Motorkutsche auf, denke ich. Die nehme ich hier mit, weiß ich, wie lang schnell die fährt. 20 rumtuckert und das ist jetzt der, denke ich mal, nicht unser großes Glück, dass wir die haben. Deswegen werden wir dieses Fahrzeug verwalten und ich würde jetzt fast sagen, wie wir sind denn hier? 26. Die kommen alle da mit dem Zug an. Das wird immer so sein. Wie viel haben wir hier? 11. Achte gehen da rein. Hier steht ja immer keiner, ne? Ja, so gut wie nie, ne? Hier sind jetzt 4 drin. Ach, der hat doch welche da weggeholt. Also, Verkehrsaufkommen ist dann doch vielleicht schon ein bisschen größer werdend. 12, dann würde er noch eine holen. Ja, aber das ist schon ein bisschen knapp für 3 Fahrzeuge hier auf der Linie, die 8 Personen transportieren. Ich denke mal, wir werden den hier jetzt sozusagen ausmustern müssen, oder? Wartung führen? Nee, das wollen wir nicht. Ende. Gewähltes Fahrzeug klonen? Nee. Gewähltes Fahrzeug ins Depot schicken? Nee. Ja, eigentlich verkaufen, ne? Die Leute, die da drin sind, werden gleich mitverkauft. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir, wie wir weiter vorgehen, ne? Bis gleich. So, dann haben wir das Fahrzeug jetzt verkauft und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Aber ich glaube, ein dritter Bus hier, ne? Fährt ja mit 8 Personen hier durch die Gegend. Das sind 16. 2 Busse. Hier sind es 18. Er hat jetzt gerade abgeholt. Da würden sich natürlich 2 Busse ausgehen. Aber hier... Ja, der dritte, das ist, er fährt jetzt hier lang. Der fährt jetzt eine ganz weite Strecke. Aha, ist ein bisschen fraglich. Ne? Hier steht wahrscheinlich wieder keiner. Nein, ist so. Diese Bushaltestelle ist vielleicht schon fast über. Ja, weiß ich auch nicht. Wie ist denn das Einzugsgebiet von so einem Ding da? Straße... Gebäude, Bus-Tram-Haltestelle. Ja, es ist dieser Bereich da. Die Stadt muss dahin halt wachsen, ne? Lassen wir noch, ne? Das ist definitiv Fakt. Und ja, wie wir stehen hier, stehen noch 19. Der Zug, den wir jetzt hier im Einsatz haben, der fährt natürlich gut ein, aber das Problem ist auch, dass wir da nicht genügend Passagiere momentan haben dann. Hier stehen jetzt 42, aber die müssen nach hier. Und hier ist noch der alte Zug, ne? Ja, genau so sieht's aus. Das wäre jetzt echt zu überlegen, ob der eine Zug nicht die ganze Sache übernimmt dann, ne? Schwierig. Ich glaube, hier fährt nur einer, ne? Wie sieht's denn hier mit denen aus? Das ist so ein LKW schon. Der mit 40 km/h schon mal fährt. Das ist schon mal eine Nummer. Ist alles so schwer. Also einen Zug können wir jetzt nicht ändern, denke ich mal. Da haben wir das Geld noch nicht für. Aber hier ist noch eine Kutsche. Die müssen wir auf jeden Fall austauschen. Fahrzeug verwalten. Da sind mehrere von, ne? DMW Cannstatt. Also hier der sehr schlechte und der sehr schlechte. Die werden wir jetzt auf jeden Fall mal austauschen. Gegen den LKW. Das kostet uns allerdings schon 240, aber macht eigentlich nur Sinn, oder? Die liefern dann ja auch schneller ab. So wird das mit dem Geld auch mehr. Machen wir. Hier haben wir natürlich jetzt nochmal 3 Kutschen. Da unten vorher sowieso schon LKW da drauf. Das hat also keinen Sinn gemacht, dass man den behält. So, die 3 müsste man jetzt auch noch machen. Kannst du die abwählen? Der da unten war leider auch noch angewählt wohl, ne? Oder, na, weiß ich jetzt nicht. Ja, 39.000. Die austauschen kosten uns jetzt einen Batzen Geld, ne? 246 ist gar nicht so teuer. Ich dachte, wäre teurer. Ah, einer kostet 85.000. 126 haben wir jetzt gerade. Vielleicht kommt ja jetzt der Zug da gleich an und dann haben wir ein bisschen mehr Geld. Warten wir den gerade noch ab. Und dann haben wir hier was optimiert. Und dieser hier... Müssen wir gleich mal schauen, wie schnell der fahren kann. Obwohl, der ist noch hier. Den sieht man ja hier. Der fährt 25 und die anderen fahren 40. Der wird diese Linie dann auch blockieren. Das bringt dann nichts.
Der Zug kommt jetzt gleich an. Dann wollen wir hoffen, dass wir hier dieses Geld zusammen haben. Müsste aber eigentlich werden. 154.000. Ah, kommt ein bisschen drauf an, wie viel drin sitzen, ne? Aber ich glaube, da waren 34 drin, ne? 307, komm, zack, machen wir. Und er hier. Den müssen wir woanders draufsetzen, auf einer anderen Linie. Fahrzeug verwalten. Ist das. Und der kommt auf eine andere Linie. Und das war hier so Linie 19 zum Beispiel, glaube ich, oder? Lass den erstmal auf Linie 19 fahren. Macht er das jetzt auch? Nee, ne? Nee. Kann ich den jetzt nicht dahin schieben? Muss ich das hier machen? Nee, ne, oder? Das ist jetzt komisch, oder? Ich kann den jetzt nicht dahin schicken, oder was? Doch, jetzt ist er auf Linie 9 gelandet. Linie verwalten. Das ist sowieso nicht möglich. Okay, da sind wir falsch. Jetzt müssen wir in die Fahrzeugliste rein, weil wir da was falsch gemacht haben. Ne, den da wollten wir. Fahrzeug verwalten. Und der soll auf Linie 19 eigentlich fahren. Aber da fährt er nicht. Kann er auf Linie 18 fahren? Ja. Linie 19 gibt es noch gar nicht. Oder was ist damit jetzt das Problem? So, kurz gucken hier. Hier ist niemand und er war gerade da, oder was, ne? Ja. Und der hat 8 von 8. Ich weiß aber nicht, ob er hier einen geholt hat. Vielleicht ist das auch von hier gefahren. Deswegen. Hier haben wir einen, der fährt 6000 Miese. Das ist jetzt nicht so dolle. Aber geht erstmal. Hier fahrten 12, 13. Okay. Wie viel hat der Zug geladen? 31. Naja, da kommen wir auch noch mit zurecht, denke ich. Aber ich glaube, wir werden das so machen, dass wir den auch die Linie 6 fahren lassen. Oder? Obwohl, hier stehen jetzt genug. Nee, lassen wir das. Das müssen wir gucken. Und den müssen wir mal ersetzen auf Dauer. Aber wir sind gerade im Minus. Ja, wir haben ziemlich viele Fahrzeuge auch wieder umgesetzt gerade, ne? Ah, guck mal hier. Hier haben wir auch wieder so ein Ding. Die Kantstadt hier, dieses Ding, das fährt da schon im Weg rum, ne? Und die anderen würden gerne schneller fahren, ne? Das ist nicht gut. Fahrzeug verwalten, Fahrzeug austauschen können wir nicht. Fehlen uns 69.000, wenn wir den austauschen. Aber, ach, da sind sogar 2,4 drauf. Okay, dann lass es da erst noch so. Da macht das keinen Sinn, jetzt was auszutauschen. Dafür brauchen wir mehr Geld. Wie sieht es hier aus? 21 stehen da. Wo ist der Zug? Der kommt, okay. Da ist noch diese Motorkutsche drauf. Was ist denn auf Linie 1 sonst noch so drauf? Alles die drei, die gleichen. Ja, sind jetzt nicht so die schnellsten, ne? Und das könnte auch damit zusammenhängen, dass dann hier keine Kundschaft groß ist. Ach doch, die Kundschaft ist da. 35 und 3, okay. Müsste man gucken, aber die 35 war hier nicht in der Wechsellinie, war in der Wechsellinie, ne? Genau, nicht auf Linie 1 stehen, sondern auf Linie 35, die wollen hier weg. Ne, das wäre anders. Hier, da ist unser Fahrzeug. Hat 2 geladen, okay. Ist jetzt nicht so prickelnd. Haben wir hier noch welche, die da langfahren? Ja, hier, das ist bestimmt unser, ne? Genau so ist es. 6 von 6, das passt, aber Fahrzeug ist das schlecht. 100.000 Miese. Können wir gerade nichts machen, sozusagen, ne? Würde ich sagen. Hier Linie 13, die wollen hin und her. Das ist entscheidend, dass da was passiert. Linie 13 aufrufen, Linie verwalten. Wie viele Fahrzeuge sind denn da drauf? Linie verwalten. Nee. Das ist hier das. Wie komme ich denn an die Fahrzeuge? Über dieses Menü gar nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Da muss ich über den Weg wohl gehen. Fahrzeug verwalten, da sehe ich sie alle. Es sind auch nur 2 drauf, das ist zu wenig. 191.000 ist gerade miese. Wann kommt da ein Zug an? Da. Ich glaube, wir können mal eine Runde noch schneller machen.
glaube, wir können mal ganz schnell machen. So, 120 sind da drauf. Jetzt müssen wir diese Fahrzeuge erstmal ersetzen, würde ich sagen. Da und dahin. Und das kostet uns 179.000, wenn wir die ersetzen. Ja, 40 km/h auf der langen Strecke macht schon Sinn, aber 179.000 haben wir gerade nicht. Okay. ...116.000 sind da gerade. Ist der Zug angekommen schon gewesen? Ja, der war schon da, der fährt schon zurück. 23.000 miese. Wo ist der andere Zug? Okay, der fährt hier gerade runter. In der Hoffnung, dass er da genug Leute hat. Und sich das da gleich rentiert. Und dann werden wir die hier tauschen. Wenn das Geld da ist. Dafür muss der Zug aber jetzt ankommen. Da ist er. Ich hoffe, das bringt's. 178, knapp drunter. Aber jetzt sind es 179 und ich nehme die mit. So, jetzt fährt er mit 40 km/h nämlich auch etwas schneller, ne? Wo sind die? Da waren eben andere dahinter, ne? Ah, der fährt aber trotzdem noch dahinter. Ja, okay, so ein PKW ist halt definitiv immer schneller wie so ein Bus, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, dass die erstmal mit 40 km/h abgefertigt werden und nicht vorher mit, ich glaube, 25. Dann geht das hier auch ein bisschen schneller, aber auf Linie 13 muss definitiv noch ein Fahrzeug mehr drauf, ne? Aber das ist jetzt ein bisschen schwierig mit dem Geld, ne? Linie 13. Fahrzeug kaufen müsste man machen. Aber geht jetzt nicht. So, jetzt Fahrzeug kaufen, das Fahrzeug auswählen und das kostet 97.000. Hätten wir jetzt gerade, haben wir jetzt gekauft und geht auf Linie 13. Und dann ist er auch schon unterwegs und dann müssen wir gucken, dass wir mit dem Geld ein bisschen klarkommen. Aber allerdings, wir hätten ja auch noch die Möglichkeit, hier richtig Credo aufzunehmen, ne? Oder wie war das, wo sah ich das denn nochmal hier? So, wie geht's hier? 40.000 immer. Okay, da muss ich irgendwo einer angekommen sein. Hier kann man ja leihen und so 30 Millionen können wir aufnehmen. Und wir haben aber 13 Millionen aufgenommen, okay. Aber wir expandieren momentan, das ist wichtig. Lass uns die Linien angucken, wie wir da weiterkommen mit der Linie, ne? Das wäre wichtig zu sehen. Wir haben hier eine Linie, die ist Linie 2. Linie 2 ist Fahrzeug 1 drauf und die Linie ist wo? Okay, die ist hier in Kettemarsmühle. Linie verwalten, Fahrzeug verwalten. Das ist auch schon 26 Jahre alt. Wie komme ich denn da jetzt hin auf Linie 2? Sehe ich denn jetzt Fahrzeug sehr schlecht oder sowas hier? Ne, Details. Schlecht ist es. Fahrzeug verwalten, da kommen wir hin. Da sehen wir es jetzt hier mit schlecht. Fahrzeug austauschen bedeutet, wir nehmen diesen Bus und wir haben das Geld gerade da und machen das. Jetzt fährt in dem Ort das auch ein bisschen schneller. Vielleicht werden dadurch auch ein paar mehr Gäste angelockt. Fahrgäste. Linie 2 hat hier 4. Hat da niemanden. Und hat da auch niemanden. Ja, müssen wir mal gucken. Aber hier sind ja auch noch welche, die mal wechseln wollen, ne? Auf Linie 8 waren da gerade welche. Der ist aber gerade weggefahren. Und da sieht es genauso aus, ne? Oh Mann. Linie 8. Linie verwalten. Ne, das ist wieder falsch. Linie verwalten. Linie 8. Fahrzeug verwalten. So, jetzt haben wir das hier. Die fahren irgendwie 17 km/h und der fährt ja schon schneller 20, ne? Aber da ist noch keine Schlange hinter, aber hier muss man auch was tun. Definitiv. Was sagt diese Übersicht hier nochmal? Am schlechtesten ist zurzeit diese Linie 9. Aber auf Linie 9 ist, glaube ich, auch nichts los, ne? Wo ist Linie 9? Das ist so eine Überlandlinie, ne? Von Bofzen nach Neuendorf bei Nimiek. Und da steht kein einziger, doch einer steht da. Also das bedeutet, wir müssen definitiv auf dieser Linie mal gerade gucken, dass da, ne?
Fahrzeuge fahren, die schneller fahren wahrscheinlich. Fahrzeug verwalten. Und dieses Fahrzeug. Ne, das nicht, sondern das Fahrzeug tauschen wir jetzt mal aus. Machen den da rein. Und der ist schnell. So, und die anderen, sage ich dir jetzt ganz ehrlich, verkaufen wir. Ja. Und dann müsste man jetzt hier noch ein Fahrzeug vielleicht kaufen, aber das können wir über den Weg nicht machen. Das ist Linie 9. Können wir noch kaufen? Ne, der war's. 97.000 haben wir. Und der geht auf Linie 9, dass wir da Zweier drauf haben. Das wird schon klappen, denke ich mal dann. Der hat jetzt 5 Passagiere. Fährt von Bofzen nach denen da. Da stehen jetzt 2. Wir stehen in Bofzen. Keiner mehr wahrscheinlich. Nein, Linie 8 ist auch leer. Ja, das ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Linie 8 ist komplett leer. Wer fährt denn auf Linie 8? So viele Fahrzeuge und keiner ist da. Das bringt doch auch nichts dann. So, Fahrzeug verwalten. Das bedeutet, da sitzen sowieso keine dran, oder wie ist das? Doch, da sitzen ein paar dran. Warte mal, machen wir eins nach dem anderen. Da sitzt niemand drin, weg. Verkaufen. Da sitzen 3 drin. Da sitzt niemand drin, verkaufen. Fahrzeug das, da sitzen welche drin, da sitzen welche drin, da sitzen welche drin. Kriegen wir das jetzt hin, dass da keine drin sitzen? Wahrscheinlich nicht, ne? 3. Hier, den tauschen wir jetzt mal aus gegen den. Oh, jetzt habe ich sie alle ausgetauscht. Okay, dann ist das so. Aber wir können ja auf jeden Fall hier noch einen von denen, glaube ich, auf die andere Linie setzen, oder? Was machen wir da? Also Kettmers Mühle war ein Fahrzeug drauf und das wird wahrscheinlich reichen, oder? Obwohl da steht einer jetzt. Da steht einer. Da stehen 4. Ah, dadurch, dass das Fahrzeug schneller fährt, hat sich es ein bisschen geändert hier, ne? Es ist zwar nur ein Bus da, aber der fährt jetzt die Dingens häufiger an. Wahrscheinlich ist das der Vorteil an der ganzen Geschichte. Hier stehen jetzt 4. Und wir stehen hier hinten im Bofzen. Im Bofzen steht niemand. Allerdings 9 nach hier. Dann lass uns doch einen von den Fahrzeugen auf einer anderen Linie setzen. Und das ist Linie 9. Und die 3 lassen wir noch da. Und Linie 9 hat jetzt 3 Fahrzeuge. Okay. Wer steht jetzt hier? 11. Okay. Ich glaube, das wird jetzt besser werden. Das machen wir mal so. Wie wir stehen hier? Da stehen 2. Das ist gerade hier angeliefert worden, ne? Kann das sein? Ja, der ist jetzt hier der ist auf Linie 13 am Fahren. Der ist auch voll. Und der ist natürlich auch voll. Wie viele stehen hier noch? Jetzt steht nur noch einer hier. Auf der anderen Seite stehen so viele. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Aber wir sind ordentlich am Wechseln. Wir machen aber auch gerade ordentlich Kasse, ne? Da sind 24 drin. Wo ist die in Wurfzen? Da, okay. Das bringt uns gerade nicht so wirklich was. Lass das mal so sein, wie es ist. Was ist hier? Die geht bankrott, ne? Schließt in 548 Tagen. Da müssten wir was hinschicken. Getreide. Lieferanten sind Perlinken. Ist da. Leitzkau ist noch näher. Da müssten wir eigentlich jetzt hier schnell was bauen. Weil eigentlich lohnt sich das ja, ne? Das ist die LKW-Station, ne? Ja. Äh.
Wie war das mit Drehen da? Achtzigtausend. Und der ist da. Die Einfahrt ist da. Ich will es dann auch in der Nähe da machen. Das ist, ja, man würde Kosten sparen, das wird schneller gehen, aber ich bin dann doch der Typ, der sagt, nee, machen wir nicht so. So, das weg. Wieso sind hier die Einstellungen offen? Also, weil wir das offen haben. So, jetzt müssen wir eine neue Linie zaubern. Fahrzeug kaufen. Da gehen alle Güter. Kaufen wir. Dann eine neue Linie, die von hier, nee, von da nach da geht. So, passt. Und der fährt schon, ne, oder? So, jetzt müsste man mal gucken, wie viel macht. Nee, das wird ja reichlich hier jetzt passieren, ne, oder? Nee, das war jetzt Quatsch. Das wollen wir nicht mehr haben. Hier, und da wird natürlich angeliefert. Das bedeutet, wir setzen dann mal gleich noch ein Fahrzeug drauf. Fahrzeug kaufen. Die beiden kommen auch auf die Linie 20. Passt. So, und jetzt müssen wir nur gucken, wer das Brot kriegt. Hier nicht. Hier hin nach Hallandorf. Das heißt, in Hallandorf müssen wir jetzt gucken, wer da das Brot isst. Und da sind die Leute hier. Brot ist hier. So, das passt. Und das Brot transportiert wer? Irgendein LKW. Kaufen wir hier wieder. Kaufen den. Wir haben genug Geld. Lass es 3 sein. Neue Linie. Und zwar von da nach hier hinten. Ja, dann fahren die schon alle, ne? Wunderbar, vielleicht retten wir jetzt hier diese Industrie, weil die war ja ganz in der Nähe da, ne? Jetzt können wir höchstens noch mal gerade gucken, wo gibt es denn noch ein Örtchen, wo das vielleicht hin muss. Hier ist kein Brot, oder? Ne? Wer kriegt noch Brot? Bofzen kriegt auch kein Brot. Da ist ein Flugzeug jetzt gekommen. Hatten wir schon Flugzeuge? Ne, ich glaube nicht, ne? Oder? Hallandorf haben wir angeschlossen. Ah, hier in Möckern wird auch noch Brot gebraucht. Dann würde ich sagen, kaufen wir noch ein Fahrzeug. Oder zwei. Neue Linie von der Brotbude. Hallo? Station, Haltestelle hinzufügen. Jetzt? Station per Klick hinzufügen. Jetzt hat's geklappt. Ach, da habe ich noch keinen gebaut, so ein Shit. Kriegen wir das noch hin? Okay, das Brot wird vor allem da oben gebraucht. Ich glaube, das passt so. So, und jetzt müsste ich wieder zu den Fahrzeugen. Wegen der Linie. Die stehen hier noch drin, ne? Ja. Was ist mit Linie 22? Oh, shit, das war jetzt nicht so prickelnd, glaube. Lasse fahren. 2 hatten wir gesagt. Neue Linie. Und diesmal gucken, dass es klappt. Nein! Es ist weg.
Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Jetzt fahren die da alle umsonst hin. Liefern die ab? Die liefern nur ab, aber das bringt uns nicht weiter, ne? Dass die da abliefern, so ein Shit. Also sowas, ey, das ist doch jetzt nicht wahr, ne? Ja, wenn die Schließung ist, dann brauchst du nichts mehr versuchen, dann war's das, oder? So, jetzt kannst du hier schnell gucken nach dem Abnehmer. Wo ist der Abnehmer? Am anderen Ende der Welt. Ah, das müsste ich jetzt hier nach, von einem Stopp noch darüber machen. Dann kann ich das auch vergessen, oder? Das wird nichts. Ja, dann würde ich sagen, können wir das hier knicken, ne? Linie 20. Ah, da haben wir jetzt ganz viel gemacht, ne? Ja, das wird jetzt doch so sein, dass wir jetzt eine Straße bauen müssen, oder? Wo geht denn die Straße hier oben lang? Nach da. Kettmers Mühle. Ach nee, das ist viel zu weit weg bis da hinten. Da wollen wir gar nicht anfangen. Oh, da gibt es neue Fahrzeuge. 35 km der Bus. Na, vergiss es. Okay, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Müssen gucken, dass wir die Fahrzeuge da demnächst runternehmen, weil das hat ja jetzt nicht geklappt. Ein bisschen doof gelaufen. Hier oben sieht man es wahrscheinlich auch. Ne? Linie 22 meldet folgende Probleme. Und das ist, kann ich abliefern oder sowas, keine Ahnung. Kannst du die alle nur runterschmeißen, ne? Ja, da kann man nichts mehr machen. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!